Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Heute zum 2.11.2019. Yo! Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vor geraumer Zeit meinen Wild-Abstieg in die Tiefe gemacht. Selbstgebautes Deck, meine ich, mich erinnern zu können. Kann natürlich auch irgendwo von den Kommentaren gewesen sein. Und jetzt habe ich hier ein neues Abstieg in die Tiefe Deck. Es ist ehrlich gesagt mehr oder weniger genauso wie das andere auch, mit ein paar kleinen Änderungen. Hat mir auch einer von euch in die Kommentare geballert und deswegen sage ich einfach mal, probieren wir das aus. Habe ich noch nicht gespielt. Rang 9 mit 2 Sternen in Wild. 292 Siege, Abstieg in die Tiefe 2, Bühne frei. Und das reimt sich sogar. Ja, ich habe gerade ein paar Tutorials aufgenommen, für die, die das interessiert. Gerade die Leute unter euch, die neu in Hearthstone sind. Möchte ich jetzt so eine kleine Tutorial-Reihe machen. Und wenn euch da noch was einfällt, irgendwas, was euch interessiert, was ihr nicht versteht, etc., etc., dann bin ich da natürlich für offen. Ganz klare Sache. Jo, und ich habe einen Paladin als Gegner. Einen goldenen Paladin namens Cobra. Cobra Kai. Und das wird, glaube ich, hart, weil der ist Ott und ich habe Gott sei Dank einen Dolchfisch auf der Hand. Ja, Kaffee ist noch am Start. Und das um die Uhrzeit, da trinkt er noch Kaffee, ne? Der ist doch echt Banane, der Typ. Jetzt denkt er sich, what? Die Freude ist ganz meinerseits. Melde mich zum Dienst. Ja, Junge. Ja, ich Junge. Geil, kann ich direkt noch einen hinterherhauen. Das ist doch schon mal was. Secret, ne? Irgendwas mit Card Draw wäre echt nice, ne? Irgendwas mit Card Draw. Jawoll! Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Dann können wir nämlich hier, bumm, bumm, und dann mit der noch, und dann haben wir das schnell fertig. Ja, blöde ist, ich habe meine Dolchfächer alle gespielt, das heißt, er macht mich gleich kaputt, Junge. Los geht's. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ja, ich lasse die mal liegen, weil ich habe die nochmal gekriegt. Das heißt, mit der kann ich gleich auch einen Spaß machen. Spaß machen! Melde mich zum Dienst. Vielleicht baller ich gleich ganz viele Silly-Hexe in mein Deck einfach. Warum nicht? Ich sage immer, warum nicht? Oh Gott, oh Gott! Das war ein Fehler. Gut gespielt. Na, gut gespielt, ne? Ist halt die Frage, ey. Soll ich mir den Silix jetzt, soll ich den jetzt schon spielen, ne? Das ist echt die Frage, ne? Wenn ihr meint. Oder nicht, oder was? Puh, soll ich den jetzt schon spielen, Silix? Silix spielen, Silix auf der Hand. Silix nochmal spielen, Silix fünfmal reinschaufeln. Ich frage mich, ob. Ich hoffe, dass die los geht's. Hmm.
Das ist echt schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Ich hab zwei, ne? Du, die Waffen! Das ist halt echt nicht einfach, ne? Oh, Baby. Oh, Baby, mir wird ganz schlecht, ey. Das darf doch wohl nicht wahr sein hier. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung kenne. Ja, jetzt müsste ich die quasi noch zweimal spielen. Einmal, zweimal. Könnte ich sogar machen. 3, 6, 9, 18, tot, einfach tot. Ich bin einfach tot. Mein Kopf zerbricht. 1000 Silly-Echse. 6 Stück. 6 Silly-Echse sind jetzt im Deck. Das heißt, ich spiele die mit dem. Ah, jetzt kann ich aber nur 4 machen. Okay, vielleicht warte ich auch, bis ich die spielen kann. Guys. Kaffee. Jetzt ist er, glaube ich, schon kalt. Melde mich zum Dienst. Nee, ist noch warm. Schön. Eieiei. Gefällt mir nicht, ne? Oh, da ist ein Silly-X. Jo, den könnte ich machen, ne? Das ist schwer. Das ist schwer. Ich muss gerade überlegen. Wie mache ich das? Ich könnte natürlich auch mit der Silly-Echse das voll machen, ne? Quest. Habe ich nur noch 5 im Deck davon. Aber egal, damit fiel ich mich natürlich auch super hoch. Das ist schon nice. Kann man nichts gegen sagen. Okay, Glück gehabt. Kein Waffenbuff. Warte mal, ich muss noch 4, 5. Ich muss die noch zweimal spielen. Das heißt, das mache ich auf die schon mal. Ja, komm, ich mache das jetzt so, ne? Ja, muss ich ja. So. Das ist ja ein Träumchen, hör mal. Das ist so ein Träumchen. Hör mal, das war ja wunderschön. Das war ja wunderschön. So, Diener haben 4-4, Silly-Ex raus, Bums. 4-4er Silly-Exe, 1000 Stück. Aber vielleicht spiele ich auch erstmal die als nächstes. Für 9 Mana die, für 10 Mana Bums, Bums. Läuft, läuft dann. Melde mich zum Dienst. Das Board ist voll, ne? Das Board macht dann wieder voll, ne? Melde mich zum Dienst. Ja, er meldet sich halt. Ist trotzdem schwer, Geist. Ich habe noch nicht gewonnen, ne? Aber das ist doch schon mal gar nicht so übel, ne? Silly-X und Silly-X. Ja, jetzt mach ich da erstmal so. Ja, richtig schön. Das heißt, ich kann jetzt auch immer noch einen zweiten Silly-X spielen. Und mit der Quest, dann sind das 8-8. 8-8er Life Drain. Das ist schon gut. Das hätte schon was, ne? Aber dann kann ich das nicht spielen. Oh.
ich habe einen dicken Fehler gemacht. Egal, egal. 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 Oha. Das war ein Fehler. Herz allerliebst. Ja, daran wird es jetzt nicht scheitern, ne? Es wird daran scheitern, wenn er zu den Waffen spielt. Daran wird es scheitern. Nicht daran, dass jetzt hier Bums ist, hier. Bums! Alter, what's the going, Cobra? Krasser Bass, ey. Zurück in eure Häuser. Was ist das denn für eine Aktion? Okay. Naja, da ist wieder ein Verschwinden fällig. Aber das ist nicht schlimm. Na, vielleicht spiele ich den. Nee, ich spiele das und dann den. Hammer. Dann kriegt er die ganzen Dudes auf der Hand. Was will er tun, ne? So, zack. Ich hab eine Frau ohne Frau. Meine Hand ist zu voll. Tschüss. Ist doch nicht wahr. Zurück in eure Häuser. Zurück in eure Häuser. Melde mich zum Dienst. Melde mich. Ja. Melde mich zum Dienst. Tada. Ja, Mann. Das läuft. Übrigens, ein Deckcode baller ich euch wie immer in die Videobeschreibung, sofern ich daran denke. Ich hoffe, dass ich daran denke. Was ist das denn? Dein Ernst? Ja, im nächsten Turn spiele ich Doppel-Silly-X, glaube ich. So, selbst wenn er die jetzt hochbufft, hat er jetzt schon ein Problem durch die Silly-Echse. Silly-Echse. Die Echse und Versteckse. Will der Gegner expandieren, wird er dann dort gleich verlieren. Befolgt die Regel. Ah ja. Melde mich zum Dienst. Oh, das ist schön gemacht.
lass mich nachdenken. Befolgt die Regeln! Melde mich zum Dienst. Oh yes. Wer hätte das gedacht, nicht? Valera gegen Jada. Ihr habt es so gewollt. Seid auf der Hut. Quatre et de Start. Secret Match is evil. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Sehr gut möglich, dass der mich kaputt machte. Kaputt machte. Yo. Na, das muss ich eigentlich immer für den Silex aufsparen. Echt, das ist so krass. Das ein Gegenzauber ist bestimmt, ne? Ja. Aber der ist trotzdem getriggert. That's it. Aktiviert. Jetzt habe ich einmal den und einmal die gespielt, ne? Ich bin zu viel für euch. Oh boy. Ihr steht in Flammen. Ja. Ja, er pumpt mich halt so weg, ne? Mit dem Meta-Ding da. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Meine Erfindung gefällt. Oh Gott. No chance. Nee, da habe ich keine Sonne. Schade, ey. Echt schade. Aber der ist viel zu aggressiv. Da kannst du machen, was du willst. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt.
kriege ich einen Feuerball ins Gesicht. Oder er spielt einfach Secrets und bombt hier alles weg. Ja. Boom. Das war irgendwie klar, ne? Anders war es nicht zu machen. Questbelohnung plus den mit Life Leech. Wäre noch so ein kleiner Lichtblick am Horizont gewesen, aber. Mit heiligem Feuer. Seid auf der Hut. Schon wieder ein Paladiner. Paladin. Schwierig. Das ist bestimmt hier Handbuff Mech. The Springer from the sky. Wow. So schnell macht er mich schon fertig. So ein 4-4er Gottesschild Minibot. Das ist viel. Egal, ich mache erstmal das. Gott, oh Gott. Ja, okay, tschüss. Los geht's. Wahnsinn. Ah! Das ist ja nicht zu glauben.
eine schwere Wahl. Falle hoch! Portale aktiviert! Portale aktiviert! Konvertiere gespeicherte Energie! Zwei weniger. Dann kostet der noch 4. Kann ich die vorher noch spielen? So viele Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Den und das. Eine wahrscheinlich, aber der wird mich so recken. Das sehe ich schon. Gut gespielt. Ich glaube, ich muss das so machen, ne? Hier 8 geht leider nicht. Das heißt, ich muss wieder so machen. Unfälle! Sowas kommt vor! Falle hoch! Portale aktiviert! Falle hoch! Portale aktiviert! Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Oh Gott, ich muss das irgendwie überleben, aber ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Das ist einfach. Pressure is real, ey. Er haut mir so mit Anlauf ins Gesicht hinein. Ja, keine Chance. Wow. Okay, was sagt die Uhr? Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Feierabend. Sehr, sehr cooles, spaßiges Deck. Das aber leider in der Meta echt schwer ist. Man wird halt echt weggepumpt. Aber wenn man... Wo ist es? Das hier, Togwoggles Plan. Das ist ja zweimal im Deck drin. Wenn man das auf den macht oder auf den Zilliax und die Quest schnell fertig kriegt, dann kann man hier auf jeden Fall einiges reißen. Es hat ja zumindest einmal geklappt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über Feedback würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.